Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich hier im Hangar von Vanden. Sieht ja schon besser aus. Guck, ob er das Video später wieder erkennt. Ach, man kann ja auch einen Gleiter nutzen. Ach so, stimmt ja. Was? Der Verdächtige ist ein männlicher Devonianer namens Gold Renno, der im Besitz illegaler Sprengnisse ist. Bei Sichtkontakt ist sofort die Sicherheit zu alarmieren. Aber natürlich, ich muss die besiegen, ja, war ja klar. Ja, genau. Was war denn das jetzt? Schon wieder wurde ich den Gleiter geschmissen, obwohl ich es gar nicht das wird noch verdient Weile habe. Schalten wir uns erstmal weg. Okay, Nummer 1. Nummer 2 ist da hinten. Was war, wo bin ich denn jetzt gerade hängen geblieben? Was war denn das da gerade? Bin ich da gerade ernsthaft genau zwischen die Platte gefallen? Gut, dass da kein Loch war, sonst wäre ich jetzt nämlich tot. Anscheinend ist der Planet hier sehr giftig, aber gut, das habt ihr wahrscheinlich schon alle gedacht. Oha, 2-minütig. Wenn es nicht 10-minütig ist. Aber ganz ehrlich, wenn es jemand schafft, 10 Minuten Video über das Treuhandkonto zu machen, dann. Ja, kriegt er von mir einen Orden. Sekunde. Warte mal, jetzt will ich das mal kurz testen. Ja, doch, anscheinend, da ist doch irgendwelche Säure, obwohl es eigentlich gar nicht so aussieht. Okay. Ja, Alter, was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Hä? Achso, mir fehlt doch ein Scheiße. Ja, ich bin. Ich muss echt aufhören, während des Spiels auf den Chat zu gucken. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass ich nur ein so ein Ding brauche. Nämlich, das gibt's nämlich hier. Bei dem dämlichen Droiden. Und natürlich sieht man auch nicht nur den Droiden, sondern gleich die ganze Bande. Ja, wäre schön, wenn du mich auch mal heilen würdest. Ja, Gold stehen halben Kilometer von mir weg, ey. Du sollst mich heilen und nicht rumstehen. Brauche ich erstmal ein Schild. Bevor ich nachher drauf gehe. Nein, ich will keinen Kettenblitz. Jetzt wegen Kettenblitz. Ich hasse das. Ich weiß nicht, irgendwie haben sie die Gefährten in letzter Zeit so kaputt gepatcht. Ich hoffe mal, dass es in 15.1 dann behoben wird. Ich denke mal, wenn dieses Video kommt, wird 15.1 schon lange draußen sein. Und Achtung, Abregung. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Soll manchmal helfen. Ich habe eine Folge im Odessen Camp da. Odessen Camp, sage ich schon. Odessen Wildland, als wir da bei Odessen am Wildland waren. Habe ich ja schon eine ganze Menge vorgelesen. Bei diesem Part nach dem Schiff, wo wir dann in diesem Raumschiff da drin waren. Wo wir ja eigentlich bloß mit Valkorion einmal reden wollten und dann wurde das zu so einem riesigen Abenteuer in der Wildnis von Odessen. Immerhin, da wisst ihr schon mal, wie Odessen ungefähr aussieht, wenn man eben nicht in der Basis ist. Sondern eben unten. Okay, neue Nachrichten kam nicht. Das werde ich dann natürlich auch bei Discord einbinden. Wenn es dann draußen ist. Ich kann natürlich nichts einbinden, bevor es draußen ist. Ich musste erstmal gesehen haben. Hehehehe, sehr witzig. Nein. Ich bin da natürlich auch kein Müll ein, also. Das sollte klar sein, also. Ja, gut. Warte mal, ist hier ein Droide? Nee, da ist keiner. Wird der letzte wohl irgendwo hier hinten sein. Oder auch nicht. Ja, wo ist denn jetzt der scheiß letzte Droide? Ach, da unten. Heute ist Donnerstag, ne? Genau. Muss ich gerade echt nochmal gucken. Also ich nehme das gerade am Donnerstag auf. Am 7.2. Ihr werdet die Folge wahrscheinlich aber erst sehr, sehr viel später sehen. Ich lade das ja alles zwar zeitnah hoch, aber veröffentlicht wird es immer erst im entsprechenden Rhythmus. Sind wir jetzt gerade gesagt? Wegducken soll manchmal helfen. Achso, ne, das hat der Typ gesagt. Alle Sicherheitsverriegelungen wurden aufgehoben. Versammelte Arbeitsstunden werden nicht entschädigt. Okay. Dann hoch hier, würde ich sagen. Im privaten Raum.
So würde ich auf jeden Fall mein Gebäude, meinen privaten Raum auf jeden Fall auch nennen. Oh, Scorpio ist auch da, ein Senja auch. Und hier ist Wette. Gefährte vom Sith-Krieger übrigens, der erste Gefährte. Wenn ihr euch immer noch fragt, warum ihr hier seid, wir brauchen euch nicht für irgendeine Tibana-Gasbetankung. Da unten in den Tiefen der Atmosphäre wartet ein Tankkreuzer darauf, aufzutauchen. Und er hat mehr Edelmetall an Bord, als sich ein Hutte träumen lassen könnte. Und während die Gilded Star an der Himmelsplattform ihre jährliche Nachschublieferung einlädt, rauben wir sie aus. Woher wisst ihr überhaupt davon? Ein kleiner Vogel hat es uns gezwitschert. Oder ein Maulwurf, wenn ihr so wollt. Selbst wenn ihr wisst, wo das Schiff ist, verfügt es immer noch über schwere Verteidigungen und eine Kammer, die auch dann noch intakt bleibt, wenn alles andere atomisiert wurde. Die meisten Leute würden sie als uneinnehmbar ansehen, aber wir sind nicht die meisten Leute. Oder, Senja? Ihr scheint tatsächlich viel über unser Ziel zu wissen. Ja, und das sollte ich wohl auch. Die Aufsicht über die Gilded Star gehörte zu meinen Aufgaben, als ich noch Valkorion diente. Dann sind Sie mit den Betriebsprotokollen an Bord vertraut. Ich bezweifle, dass es noch dieselben sind. Ihr müsst das Ding nicht fliegen. Nur Scorpio zum Kontrollzentrum des Schiffs bringen. Wir werden niemals so weit in das Schiff eindringen können, ohne entdeckt zu werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die hohe Richterin Valen überall hingehen kann. Darum der Fälscher? Spart euch die Streitereien. Inwiefern ist es relevant? Ihr wollt, dass sich Senja als Valen ausgibt. Wir haben den besten Identitätsfälscher aus diesem Teil der Galaxis. Und eine größtmögliche genetische Übereinstimmung. Ich könnte Valens Gensequenz niemals genau genug rekonstruieren. Aber ich könnte passende Datenfehler in ihrem Ausweis simulieren. Gerade genug, damit wir uns einen Weg hindurchmogeln können. Die liebe Mami kriegt das hin, oder? Sobald Valen und ihr Attaché-Droide an Bord sind, begeben sie sich zur Brücke, übernehmen die Kontrolle über das Schiff und ermöglichen uns, unseren Teil zu tun. Zum Beispiel die Kammer zu knacken. Sie wird nicht über das Netzwerk gesteuert. Also müssen wir in den Bauch des Schiffs kriechen, um den Mechanismus zu erreichen. Dazu brauche ich eure Hilfe. In der Zwischenzeit koppeln Lana und Theron die Luftschleuse an einen Transporttanker, den ich organisiert habe, um die Fracht zu sichern. Wie sollen wir eine ganze Schiffsladung aus der Kammer tragen, ohne geschnappt zu werden? Oh, wir werden gar nichts aus der Kammer heraustragen. Rein? Tja, das ist eine andere Sache. Erinnert ihr euch daran, wie Senja erwähnt hat, dass die Kammer jeglichen äußeren Einflüssen standhalten kann? Das trifft auch auf das Innere zu. Der Sprengkopf. Ganz genau. Im letzten Schritt schneide ich mit der Desintegrationsbombe rein. Sobald sie ihre Arbeit getan hat, pumpen wir die Atmosphäre in den wartenden Tanker und hauen ab. Und die Flucht? Das ist gar nicht so abwegig. Abhauen? Na klar. Weil bis dahin ja auch alles so einfach war. Ich weiß nicht, aber Rennen klingt doch eigentlich nachvollziehbar. Sobald das Teil explodiert, wird die Crew das merken. Dann müssen nur alle den Transporter erreichen, bevor sie uns schnappen können. Und da wir nicht mal mehr einen Tag haben, bevor die Gilded Star in den Hafen einläuft, schlage ich vor, dass sich jeder mit seiner Rolle vertraut macht. Ich war mich höchstens vertraut mit der Klo-Rolle. Ich weiß, witzig war das. Es war so witzig, ne? Ja, gut. Sind wir jetzt hier gelandet bei der Kantine oder was? Aussichtspunkt in der Nähe der Himmelsplattform ausfindig gemacht. Hallo. Ein Imbiss ist das, ach so. Sehr geil. Okay. Ich behalte diese Teile übrigens absichtlich im Inventar für später für die Sternenfestung. Da werden wir sie brauchen. Das ist nah genug. Und da ist die Gilded Star. So wie ich es versprochen habe. Oh. Tarnschiff oder was? Ach, ich hätte mit etwas Glanzvollerem gerechnet.
Mit Gold überzogen und Tarnschiff passt halt irgendwie nicht zusammen. Hoffen wir nur, dass sich Madame Rabenmutter an den Geburtstag ihrer Tochter erinnert. Ich kann euch von hier aus töten, Gold. Prima, ihr werdet eurem Ruf wirklich gerecht. Und ich habe schon einiges gehört. Haltet den Mund. Wir nähern uns dem Kontrollpunkt. Keine weitere Kommunikation, bis die Brücke unter unserer Kontrolle ist. Verstanden. Hals- und Beinbruch, meine Damen. Es liegt jetzt in Ihren Händen. Wir können nur warten. Gehen wir nochmal meinen Teil durch. Das ist nicht gerade Ihre Stärke. Wegen diesem Sabak-Spiel. Wie habt ihr es geschafft, Lana beim Kartenspiel reinzulegen? Ihr kennt euch doch gut mit diesem ganzen Machtunsinn aus. Was würdet ihr tun, wenn ihr am Sabak-Tisch sitzt? Herausfinden, was ihr denkt. In die Zukunft flicken. Wir nehmen, was ich will. Ich würde versuchen, die nächsten Karten vorherzusehen und entsprechend spielen. Wenn ihr euch nur darauf konzentriert, welche Karte ihr als nächstes zieht, habt ihr bereits verloren. Ich wusste, dass Lana versuchen würde, meine Gedanken zu lesen, also habe ich dafür gesorgt, dass sie einen interessanten Einblick bekommt. Ihre wütenden Blicke waren einfacher zu lesen als alles, was ich tat. Was den Rest angeht, das fällt unter das Berufsgeheimnis. Beeindruckend. Quer über die ganze Geschichte. Ich glaube euch nicht. Kommt schon. Wir sind doch Partner. Zwischen uns sollte es keine Geheimnisse geben. Wenn ich genug Credits habe, um die halbe Galaxis zu kaufen, verrate ich es euch vielleicht. Ich habe jetzt die Kontrolle über das Netzwerk der Gilded Star. Ich werde, soweit es mit diesem System geht, die Schiffswächter isolieren. Auf geht's. Das Reichtum Sakuls. Alles klar. An das gesamte Personal. Bereiten Sie sich auf einen Test der Notfallabregelungssysteme vor und bleiben Sie auf Ihrer aktuellen Station. Ich muss erst mal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ja. Jetzt haben wir zwei Gefährten, geil. Im Kampf nicht wirklich. Oh, nee. Haut doch ab, ihr blöden Mistviecher. Oder ihr blöden Misttruppen, besser gesagt, sind ja keine Viecher. Ja gut, mit zwei Gefährten kämpfen ist nicht auch nicht schlecht. Reicht immerhin das aus, wo wir nur mit null Gefährten kämpfen durften. Warte mal. Ja gut. Wenn man natürlich nicht die Hand rechtzeitig in die Tastatur kriegt, dann kann es ja auch nicht klappen, ne? Oh, da ist noch so ein dämlicher Gegner. Die kommen wirklich überall hin, um uns auszuschalten, ne? Mit uns legt sich besser niemand an. Ihr wiegt sogar nicht frei. Geht das jetzt sowas um vom Market geklaut? Dass keine Verstärkung eintreffen wird. Na gut, außer das aber Bild. Sie werden das unterwegs auf verbliebenes feindliches Personal treffen. Okay, das ist das gleiche Teil wie auf Markep und sogar genau gleich aufgebaut. Was? Hier ist auch ein Fahrstuhl? Nö. Ja, guck mal hier. Eine Fake-Aufzugsteuerung. Geil. Gibt's die hier auch? Nee, gibt's die nicht. Warum ist da eine Fake-Aufzugsteuerung? What the fuck? Er kam jetzt auf so eine Idee. Gut, ab hier ist es nicht mehr von Markep geklaut, aber trotzdem, es ist genauso aus wie auf Markep. Selbst die Tür hier. Markep sind die Türen, glaube ich, nämlich auch da. Das finde ich bei dem Spiel so schade, dass sie manchmal einfach so viel zu oft recyceln, sage ich jetzt mal. Auch wenn das jetzt natürlich ein Einzelfall ist, aber sieht wirklich fast genauso aus wie auf Markep. Aber zum Beispiel auf Tatooine, da wird manchmal das gleiche Gebäude irgendwie 5-6 Mal recycelt. Oder manchmal sogar auf anderen Planeten noch genutzt und sowas finde ich einfach nicht mehr schön. Wenn ich dann jetzt auf dem Boden festgetackert? Nee, hat er nicht. Getackert, ja, genau. Und es gibt ja den Beinschuss, damit kann man ja dafür sorgen, dass der Spieler auf dem Boden stehen bleibt und sich nicht mehr bewegen kann und so weiter. Oh, hier! Helft mir mit dieser Konsole! Okay, das ist eine Konsole, das sieht aus wie ein Rohr. Das ist auch. Okay.
Okay, wenn ich auf dieser Route bleibe, sollte ich den Mechanismus der Kammer erreichen können. Ich mache weiter den Weg für Gold frei. Wir sehen uns bald. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass es kein Mynok-Problem gibt. Seid ihr sicher, dass diese Pläne maßstabsgetreu sind? Ich kann mich kaum bewegen. Mein letzter Partner hat sich nicht annähernd so viel beschwert. Euer letzter Partner wurde zu Tode gequetscht. Und ich habe nicht eine Beschwerde deswegen gehört. Sieht ja schon besser aus. Okay. Dann go. Hier schön verkaufen, wenn der Druide gerade eh schon hier ist. Ach guck mal, eine Suchsonde. Ja, genau, hol gleich noch zwei Geschütze dazu. Oh no. Okay, aber der Kettenblitz ist hier schon sehr, sehr mächtig. Wenn die Gegner so dicht nebeneinander stehen, dann ist der Kettenblitz schon echt geil. Das ist schwer. Was ist schwer? Seid ihr in der Kammer? Ach nichts, alles okay. Ich bin gleich da. So, hier ist eine versiegelte Tür. Da müssen wir nachher dann bestimmt durch. Um dann irgendwie nach darüber zu kommen. Also entweder wir gehen nachher dann da darüber oder hier darüber. Wenn hier kann ja auch ein Raum noch sein, das kann man ja mehr von der Karte hier nicht so genau sehen, ob da noch irgendwas ist. Kann es sein, dass da noch ein Raum ist. Ein versteckter Raum. Zack. Da ist noch ein... Alter, hier sind überall diese Sanitätsdruiden, ne? Die Grong-Druiden. Okay, nee, ich lasse es. Grong. Okay, Wett, ich bin hier. Gebt mir nur noch eine Sekunde. Die Zeit läuft. Hey, wollt ihr euch durch einen halben Meter Kortosis und Stahl schneiden, während ihr in einem winzigen Raum kopfüber von der Decke baumelt? Also, Trottel, versucht es. Der Moment der Wahrheit. Ich war schon reich, stinkreich, aber das hier ist etwas anderes. Nullen und Einsen auf einem Konto kommen hiergegen nicht an. Irgendwie hat greifbarer Reichtum etwas Magisches. Konzentriere dich auf die Arbeit. Da sagt ihr was Wahres. Beeilt euch! Hört auf, den Anblick anzuschmachten und helft mir mit dieser Ladung. Klar, ich sage Scorpio, dass sie zusammen mit den Schätzen auch jegliche Freude raussaugen soll. Es wird gleich um einiges weniger beeindruckend aussehen, aber ich werde es trotzdem gerne ausgeben. Wollt ihr die Ehre übernehmen? Wir springen das Geld weg. Nein. Das nenne ich einen Sieg. Danke, das werde ich. Ich genieße jeden Schuss, den ich abfeuern kann. Dann verderben wir Arkan mal die Laune. Ladung ist abgeliefert. Kommen wir zur Bezahlung. Wir sind in Position. Fahre Versorgungsschlauch aus. Verbindung steht. Alles bereit. Luftschleuse deaktiviert. Erwarte Befehl zur Dekompression. Die Tür ist offen. Dekompression eingeleitet. Der Tank füllt sich. Soweit, so gut. Es wird etwa 10 Minuten und 17 Sekunden dauern, um einen Raum dieser Größe leer zu saugen. Genug Zeit, um zu verschwinden. Alles klar. Hauen wir ab. Gute Idee. Was soll das her, Wett? Andauernd tauchst du irgendwo auf. Hast du das mitgebracht? Das kleine Ding hier? Nein. Ich bin an der Waffenkammer vorbeigekommen und habe es dort rumliegen gesehen. Also dachte ich mir, dass es niemand vermissen würde. Ich glaube kaum, dass diese Explosion unbemerkt geblieben ist.
Sobald wir die Brücke verlassen haben, kann ich keine vollständige Abriegelung mehr gewährleisten. Seht ihr? Es war total gerechtfertigt, sich das Ding zu schnappen. Na los, ich will es ausprobieren. Stör die Systeme einfach so gut du kannst und mach dich dann zum Tanker auf. Wir sehen uns dort. Okay, ich komme von der Gilde da. Ach nee, hier. Danke, dass du mir die Tür zumachst. Wir sind bei maximaler Kapazität. Scorpio und Senja sind bereits an Bord. Wie ist die Lage? Wir halten sie hier auf Trab, aber ich glaube nicht, dass wir näher dran sind, euch zu erreichen. Scorpio, hast du immer noch Zugriff auf die Panzertüren? Nur per Direkteingabe. Großartig. Verschwindet einfach, bevor euch jemand bemerkt. Wir nehmen die Himmelsplattform nach unten und treffen uns im Versteck. Bleibt nur cool. Mein Schutzengel kümmert sich um jeden, der ungewöhnliches Interesse zeigt. Okay. Okay. Stabil hinstellen, nach vorne lehnen und... Wow! Unglaublich! Wow, okay, das ist schlecht. Wir brauchen einen anderen Weg. Da lang! War ja klar, dass wir da nicht durch können. Das wäre ja zu einfach gewesen. Oh, ich denke, wir müssen die Folge beenden. Ja gut, ob wir es müssen, weiß ich nicht, aber wir sollten es tun. Hallo, aufsammeln. Dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.